Jo, so wieder bei Kirby's Adventure. Oui. With us. Was? With us. Ah. Wie oui. Der Titel ist irgendwie schwierig, den zu teilen. Einfach Kirby's Adventure und der andere sagt immer oui. Ja, passt so. Schon. Falls ihr euch wundert, wo Part 1 ist. Das ist ein Together, wie man hört, mit Svenja. Hi. Und Part 1 war bei ihr. Man kennt es ja von unseren Togethers, immer abwechselnd, einmal beim einen, einmal beim anderen. Svenja hat angefangen und ich bin der Nächste. Wie wir auch gesagt haben, wir haben hier die Kirbys wieder getauscht. Ja. Der Spieler, auf dem es ist, auf dem Kanal, der ist der rosa Kirby und der andere Mitspieler ist der gelbe Kirby. Genau, deswegen haben wir auch einmal Fähigkeiten quasi getauscht. Ja, was mir auch gerade noch aufgefallen ist, wir haben im Menü auch noch so kleine Beschreibungen von den Fähigkeiten. Jetzt wird's richtig heiß. Spucke Flammen, entzünde Lunden, lass mit deiner Feuersbrunst alles in Flammen aufgehen. Das klingt brutal. Und die ganzen Attacken. Feuerhau. Joa. Meistens probiere ich das sowieso einfach einmal durch. Eben. Und die ganz, ganz komplizierten Sachen mache ich wahrscheinlich eh nie. Interessante Sachen teilweise. Der Kopfnusshopper. Moment. Und das? Ah. Kannst du dich direkt ins nächste Level reinrollen. Genau, eines wollte ich auch noch ausprobieren. So, und dann nach links drücken. Entzünde ich mich. Okay. Kann ich da auch reingehen? Ja. Ah, perfekt. Nicht wie in Brawl, wo Spieler 2 keine Türen öffnen kann. Oh. Haben! Okay. Haben! Elektro! Ach, war das hier, glaube ich, mit Schütteln, oder? Moment. Wo du dich stärker machst, wenn du schüttelst. Genau. Aber es ist etwas anstrengend auf Dauer. Kannst auch machen, wenn du einfach irgendwie nach unten drückst die ganze Zeit, um dich aufzuladen. Oder in irgendeine Richtung. Ja, sieht ziemlich danach aus. Das sieht ziemlich dumm aus. Beziehungsweise das sieht in-game dumm aus. Das Schütteln sieht hier doof aus. Aber das sieht, ja keiner. Eben. So. Kanonen. Aber Elektro ist auch voll die coole Fähigkeit. Das sieht vor allen Dingen richtig schick aus. Das stimmt. Konnte man nicht die gute alte Plasma... Runtergerutscht. Ich wollte mal gucken, ob ich noch irgendwo schießen kann, eigentlich. Wenn du dich auflädst. Ach so, ich muss mich dafür aufladen. Stimmt, da war ja was. Du kannst auch nach oben schießen, auch, habe ich es gerade gesehen. Ja. Willst du auch Elektro? Nee. Vielleicht mal gucken, dass wir mal unterschiedliche Fähigkeiten haben. Vielleicht braucht man da irgendwann mal was anderes. Hui! Moment. Möchtest du den einen Stern noch haben? Ich bin gierig, also ja. Und du wurdest so gleich bestraft. Das war der Preis für meine Gier. Ist da unten noch? Ja. Natürlich. Das war viel zu verdächtig. Unser erstes Zahnrad. Wir versuchen auch, wie auch schon mal Svenja gesagt, auch die 100%. Ja. Mal gucken. Also zumindest die Sachen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich alle Minigames komplett und so. Aber die Zauberzahnräder auf jeden Fall, die 120, um auch alles zu zeigen. Genau. Komm ich da? Na, da kommst du wahrscheinlich ganz gut ran mit deinem Strom. Zack. Dann hier. Ah. Und da kommst du auch gut ran. Natürlich! Einfach hast du gerade das Leben weggesnackt? Ja, klar. Das ist schon mies. Dafür darfst du jetzt hier saugen. Okay. Ich geh schon mal hier so ein Stückchen weiter. No! Verkackt. Oh. Dahinter war doch sicher noch ein weiteres Stern. Kannst du es nicht so aufmachen? Die Aufsaugung einfach. Nein. Hast du das gerade... Hast du es gerade wirklich geschafft, in dem Level zu verkacken? Mein Gesicht sagt alles da. Scheiße, Mann! Also das ist auch eine Kunst für sich, im dritten Level direkt ein Zahnrad zu verpassen. Wahrscheinlich ist da jetzt eh nichts hinter. Ja! Da ist eh kein Zahnrad drin. Das ist einfach nur, keine Ahnung. Du brauchst es ja eh. Oh. Ich wollte es eigentlich gerade wegnehmen, weil ich sagen wollte, du brauchst eh keine Fähigkeit. Ja. Das ist am Ende einfach nur, keine Ahnung. Also eigentlich hätte ich dich einsaugen müssen. Eigentlich ja. Aber zum Glück gibt es hier auch direkt wieder ein Leben. Ja, kannst du direkt wieder ausprobieren. Ist vielleicht auch Absicht. Könnte ich mir vorstellen. Diesmal warte, bis das Ding nochmal runtergeht und schließe dann erst ab. Aha. Ich feuer dich an. So. Für den Donut. Für den Donut. Nimm erstmal Feuer wieder mit. Ui, da kam meine Kugel geschossen. Donut! Bam. Du hast letztens noch gemeint, dass du schon lange keine Donuts hattest. Jetzt hast du einen. Toll. Und dafür haben wir ein Leben gegeben. Ja. Na? Eigentlich wollte ich angreifen. Beam? Okay. Wenn das Spiel schon vorschlägt.
Ja, der Vorteil ist, dadurch, dass wir zu zweit sind, hast du, oder ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man... Hast du das gerade aktiviert? Ich habe mir alle Mühe gegeben, dass man die richtige Fähigkeit dabei hat. Da ist einer. Ja, da brauchen wir einen Schlüssel für. Das Ding ist mal weg. Ich glaube, mit dem Schlüssel kann man nicht fliegen. Ich glaube, das ist das Problem. Ja. Wir können in den Abgrund springen. Nein, das tust du bitte nicht. Den Schlüssel in den Abgrund schmeißen. Tschu! Schön am Rumtanzen. Falls da noch irgendwer gewesen wäre... Hast du den gerade nicht getroffen? Ja, offensichtlich nicht. Yay! Nummer 2! Jawohl. Oh, hast du die Kanone noch aus dem Augenwinkel gesehen? Ja, ist gerade runtergefallen. Übrigens finde ich den Hintergrund wieder richtig schön. Weil da so ein Loch ist, wo so ein bisschen Licht durchkommt. Ja. Ich finde übrigens, das könnte 1:1 auch so ein Donkey Kong Level sein, irgendwie. So vom Hintergrund. Ein bisschen abenteuerlich, sag ich mal. Weg mit euch. Aha, ich glaube, du hast da so ein bisschen... Gut, dass du fliegen kannst. Ein bisschen mehr Reichweite. Oh, die Ananas. Da freut sich der Jan. Ja klar. Warum habe ich überhaupt die Ananas genommen? Weiß nicht. Ja, wir haben alles. Dann weiter. So, am besten nicht in die Stacheln springen. Ah, die tun weh. Aber die Kristalle sind voll schön. Okay, dann spring ich doch rein. Oh. Ich meinte die im Hintergrund. Ach so. Schnell, der Affe! Save the Affe! Lauf, Jan, lauf! Okay, aua. Beziehungsweise du sollst ihn nicht saven, du sollst ihn gleich killen und seinen Schlüssel klauen. Ach so. Aua. Was passiert hier? Wir werden geburnt. Jan, der Affe ist schneller als wir. Lauf! Stop him! Ja, ich hab den Schlüssel. Okay. Das war irgendwie richtig schlecht. Wo müssen wir damit überhaupt hin? Wahrscheinlich nach rechts weiter, oder? Weiß ich nicht. Ja, hier. Also, wir haben uns ja gerade echt von allem treffen lassen. Ja! Beziehungsweise du noch mehr als ich scheinbar. Einfach nur schlecht. Der Affe! Klatsch, klatsch, klatsch! Okay. Aha. Ja, das war ein voller Erfolg. So halb? Bin schon mal auf 5 gekommen! No! Nur die 2. 7, 6, 5. Ja, Robert ist langsam nach oben. Aber nur einmal kurz drücken. Ja, wenn er am untersten Punkt bringt, einmal drücken. Oh. Okay. Aber wir haben alles geholt. Wenn wir was verkackt hätten. Das mag sein. Dann. So. Oh, es sind sogar 4 Stück. Wie passen denn Level 4? Ich sah so in der Luft ein bisschen rum. Ich habe auch irgendwie keine Fähigkeit mehr, die hast du mir geklaut. Hab ich das? Ja. Mein Schwert. Nein, aber irgendwie. Du bist irgendwo reingerannt? Bei dieser Verfolgungsjagd und hast mich irgendwie mit in die Luft gesprengt und dann war meine Fähigkeit weg und ich hatte keine Zeit, die wieder einzusammeln. Ups. Das war auch ein Attentat von dir, oder? Ja, natürlich. Und die Brücke denkt sich auch so, nur mir geht's gut. Ich würde ja sagen, das stürzt ein. Möchtest du die Ananas holen? Also eigentlich hätte ich jetzt KP verlieren müssen. Oh, cool. Das hätte man spätestens von da oben gesehen. Ja gut, da oben ist ein Elektro wieder. Ja, da habe ich jetzt ja schon gehabt. Wenn du willst, kannst du ja mal Elektro nehmen. Okay. Weil die kleinen Elektro-Dinger echt süß sind. Rüberlaufen. Also, irgendwas machst du falsch. Ja, du läufst voran. Das ist der Fehler. Regenbogen. Das ist ja im Hintergrund. Mhm. Edge. Du meine Finger geklaut hast. Ja. Nö, da ist nichts. Kackenfrech. Kackenfrech? Ist das ein Wort? Sicher. Ich glaube, Bogen gibt's hier noch nicht. Oh. Oh. Und Spinner auch nicht. Alles ist Fähigkeiten, die später kamen. Oh! Der Unverwundbarkeits-Lolli. Let's do this. Lauf! Ich hätte den Fähigkeiten mitnehmen sollen. Egal. Das ist auch okay. Oh, nice. So. Ich bin wieder voll. Und weiter. Oh, ausgelaufen. Aber wir haben es fast bis zum Ende geschafft. Aber war ja echt kein Zahnrad? Anscheinend nicht. Oder haben wir nicht aufgepasst? Weiß nicht, willst du mal zurücklaufen und alles abgucken? Oh.
irgendwie fühle ich mich damit so schlecht, aber ich habe nichts gesehen. Ich würde aber sagen, hier war keins, um den Lollima einzuführen. Das kann sein. Hoffen wir es einfach. Da habe ich mich jetzt nicht baiten lassen von dir. Ich weiß nicht, was du meinst. Mit Jan zu spielen ist immer lustig, aber ist doch sehr gefährlich. Okay. Erstmal die Zapfen essen. Erstmal da reinspringen. Aber ich habe eine schöne Frisur mit der Fähigkeit, das musst du mir lassen. Oh. Das ist eine Tröte. Da habe ich ein Schutzschild, vor allen Dingen. Das ist praktisch. Möchtest du was essen? Mir geht's gut. So. Du kannst ja selber auf dich aufpassen. Hat das Ding auch Sachen kaputt? Ja, Tatsache. Cool. Ja. Oh, da ist ein neues. Dann nehme ich das jetzt. Meins ist nämlich eh fast kaputt. Come to me. Noch habe ich meins. Okay. Noch geht's mir gut. Okay. Es hält aber ganz schön lange dafür, dass das schon in den letzten Zügen liegt. Oh, jetzt ist es weg. Ja. Okay. Ah, da ist ein... Oh, das klingt jetzt schmerzhaft, wenn die da auf dich drauflaufen. Oder ich töte sie einfach, indem ich einfach zu denen hinkomme. Schinken! Und ein Zahnrad. Give me some of the Schinken. Ich weiß gar nicht, ob Schinken war. Ich glaube, das war ja ein Steak oder so, aber egal. Passt. Wir haben übrigens nichts verpasst. Das ist gut. Ja, die Level sind auch gar nicht mal so kurz, tatsächlich. Mehr Fleisch. Ja. Fleisch ist immer gut. Oh. Außer für die, die kein Fleisch mögen, dann ist Fleisch nicht so gut. Oh, darf ich das diesmal? Ja. Weil du hattest ja das Ultraschwert. Ja. Moment. Y? Minus, wollte ich sagen. Die Drachenflamme. Dragon Flame. Also ich weiß nicht, was ich epischer finden soll. Das Schwert hat halt mehr Abwechs... How? Ich weiß nicht. Wirf's weg? Wie? Ich hab keine Ahnung. Den Knopf. Ah. Also das Schwert hat halt mehr Abwechslung, finde ich persönlich. Irgendwie. Aber die Drachenflamme ist halt schon stylischer, ne? Schon ein bisschen. Von den Bäumen abgebrannt. Ja. Wie gesagt, das Schwert hat halt verschiedene Sachen, die dabei rauskommen können, was ich irgendwie ziemlich cool finde. Kannst du es auch irgendwie steuern oder so, dass du irgendwie oben oder unten machst? Vielleicht, ich guck gleich mal ein bisschen. Ich glaube so ein bisschen. Aber nur sehr grob. Aber es geht irgendwie. Also es ist halt schon... Du hast mich schon wieder mit abgebrannt. Schon lustig, die Ultra-Fähigkeiten. So, wir müssen nur beeilen, dass wir schnell zu dem Punkt kommen. Ja. Au. Lass dich doch nicht immer abfackeln. Sagt sich so leicht. So, da auch nochmal durch. Und da nochmal durch. Einfach alles niederbrennen. Ja. Und ich glaube, da muss ich durch. Ja, das sieht gut aus. Ja. Was findest du cooler? Schwert oder Flamme? Ich glaube, ich nehme eher das Schwert. Ich guck nochmal, ob hier noch was drin ist. Nö, dann darfst du reingehen. Ich glaube, die Flamme ist halt schon nicht schlecht. So. Und weglaufen. Und jetzt sind wir wieder ganz nackt. So. Ich hänge da oben fest. Die Spinnen haben mich getrappt. Dein Albtraum. Ja. Save the Donut! Got it. So. Aha. Okay. So. Und das Leben. Oh, never mind. Du hast das Leben schon gefunden. Waddle die bitte. Okay. Why? Weil ich gerade auf dich geguckt habe. Ach so. Wie kam ich nochmal mit irgendeinem Knopf? Ja. Yay, ich lebe wieder. Was willst du? Laufen. Dann nehme ich Thunder. Du musst dich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass nur so Farben wechseln. Laub in Thunder. Ja. Oder so. Friss mein Laub. Und mein Strom. Oh, und weg ist er. So, wo kommst du raus? Bam. Wow. Das ist guter Schaden, ja. Und tschüss. Einmal aufgespießt. Und? Zwei Zahnräder. Jawohl. Damit haben wir auch alles in diesem Level. Perfekt. Ja, die Heilung. Wir brauchen sogar keine Heilung. Nö. Das ist zu gut. Ja.
Über die Einklemmaktion reden wir mal lieber nicht. So. Und durch. Jo. Jo. We did it. So. Zack. Ah, hier die 4 übersprungen und direkt auf die 3. Ist immer besser. Ja. Wobei das irgendwie auch Zufall ist, weil ich gefühlt immer am untersten Punkt drücke. Aber. Ja. Ich glaube, wir können ja schon zum Boss, oder? Weiß ich gar nicht, gab es nur 4 Sages? Es gab hier 13 Zauberzahnräder in dieser Welt. Oh. Und wir haben alle 13. Dann ja. Wer könnte der erste Boss sein? Ich weiß nicht. Vielleicht ein Baum? Die Stage sieht aus wie ein Baum. Aber es wäre zu naheliegend. Kirby hat doch keine Baumbosse. Willst du irgendwas anderes nehmen? Ich glaube, ich nehme den Beam mal. Zack. Baum. Nee. Baum. Bestimmt Meta Knight. Ja. Bestimmt immer noch Meta Knight in Verkleidung. Ja! Mit seinem Baumroboter. Richtig. Oh mein Gott, das ist Wispy Woods. Oh no. Who would have known? Zack. Leute, da kommt ein Apfel auf mich zu. Das ist schon... Ich spiele gerade einhändig. Ich schüttel gerade einfach nur die ganze Zeit und schieße. Ist ein bisschen gewachsen. Oh, ich sollte da vielleicht nicht reingehen. Nein. So. Ich schieße auch die ganze Zeit, nur weil das einfach sehr praktisch ist. Ja, wie gesagt, ich schüttel einfach gerade mit einer Hand. Help? Okay. Habe ich gerade beide aufgesogen? Ich glaube ja. Hätte sie auch einfach schießen können, dann wäre es vorbei gewesen. Get it! Erstmal entspannt neben dir landen. Oh, cool. Zack. Ich dachte, bevor du reingesprungen bist. Ja. Dachte mir, wenn ich schon keine Fähigkeit habe, dann habe ich wenigstens... Paddel. Paddel. Oh nein, er weint. Er weint immer. Oh no. Aber wir versuchen ihn auch in jedem Spiel. Ist irgendwie immer der erste Boss. Ja. Naja. Ich finde, das ist kein schlechter Running Gag. Nö. Haben wir das schon mal zurückgebracht? Jetzt kann er zumindest schon mal nach Hause paddeln. Ja. Yay! Wunderschön präsentiert. Also paddeln kann er schon mal. In der Erde. Ja. Okay. So, du hast es geschafft, Kirby. Mein Kreuzer hat seine Ruder zurück. Vielen, vielen Dank. Jetzt fehlen nur noch 4 Sternkreuzerteile. Kann ich auf dich zählen? Es fehlen nämlich auch noch ein ganzer Haufen Zauberzahnräder. Ah. Und nur mit ihnen können die kaputten Türen im Kreuzer repariert werden. Ich habe die Minigames gefunden. Ja. Ich habe hier 2 tolle Minispiele, die du mit Freunden spielen kannst. Und Testräume zum Ausprobieren der verschiedenen Spezialpowerarten. Natürlich kannst du jetzt noch nichts machen. Doch da, die 7. Doch da, immerhin. Und es sind noch ganz viele Prüfungen, in denen du dein Geschick erproben kannst. Du musst nur genügend Zauberzahnräder finden, um ihre Türen zu öffnen. Nimm also alle Zahnräder mit, die du finden kannst. Wow, du hast schon 13 Zauberzahnräder gefunden. Super Kirby, damit kannst du schon die Tür zur ersten Prüfung öffnen. Prüfungen findest du im Raum rechts von uns. Willst du gleich mal nachsehen? Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Jo. Also die Minispiele können wir ja zumindest mal zeigen. Ja. Bei den gut Übungsräumen, die sind ja eher dafür da, um Fähigkeiten zu holen. Und die Prüfungen, weiß ich nicht. Schauen wir einfach mal. Ich glaube, die waren teilweise ganz schön knackig. Die Schwertprüfung. Okay. Reißt du das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist? Ah. Ja. Mach einfach mal ein bisschen der gerade eh am ersten Player ist. Okay. Ja, kannst dann Seile zerschneiden. Auf einen Schlag nach oben und versuch das Ziel zu erreichen. Ich glaube, je nachdem, was du machst, kriegst du auch Punkte. Okay. Und Münzen sammeln oder sowas? Gab's hier? Genau. Ah ja, genau. Du musst es, glaube ich, mit den richtigen Attacken dann immer zu den Sachen kommen. Plus es gab, glaube ich, Belohnungen, wenn du an der richtigen Stelle die richtige Attacke gemacht hast oder so. Und alles schön mitnehmen. Irgendwie so. Ja. Oh. Secret. Oh. Noch was drin?
Lauf, Kirby, lauf! Oh! Ah, jetzt bin ich hier unten gelandet. Mhm. Das machst du gut. Nur wahrscheinlich mit der Zeit. Wow! Ja. Das hat eine Menge abgezogen. Jau. Wenn ich bedenke, dass du teilweise 50 bekommst. Zu spät. Zieht das schon eine Menge ab. Ja. Das ist interessant. Oh, bin abgerutscht und voll gegen die Konsolen getreten. Das ist nicht so nett. Jetzt lass doch die armen Konsolen leben. Macht das die? Nee, das macht die nicht kaputt. Die kaputt machen und die einsammeln. Aha. Okay. Okay. Hallo Schwert. Und ein Grammokles. Ja. Hier kaputt. Aha. Und hier einsammeln. Klingt gut. Und da komme ich auch hin. Ganz schön viel hier noch zu entdecken. Noch eine Minute. Okay. Okay. Das war gut. Ja. Ich sag mal, manchmal wirst du halt auch einfach so ein bisschen ausgebremst, weil Kirby einfach nicht schneller ist, in dem Sinne. Ja. Das Ding geht doch... Genau, kaputt. Das ist mir den anderen auch schon aufgefallen. Aha. So eine richtige kleine Spielzeugwelt. Okay. Komm, Gegner. Da ist auch das Ziel, potenziell. Na dann, rein da. War ich gut? Bronze! Silber! Silber. No! So close! Da, wenn du nicht getroffen worden wärst. Na, 1000 Punkte Schadensabzug. Ist das denn Leute versuchen? Aber du warst jetzt schon ganz schön gut. Wenn ich weniger treffen lasse. Oh. Ich leg meine Wiimote mal zur Seite. Ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar besser, dass man das nicht zu zweit macht. Es ist einfach nur chaotisch. Wenn du da wirklich zwei Leute hast, die dann entgegengesetzte Dinge machen. Einsammeln. Hier oben so ein Secret nochmal. Aha. Jetzt habe ich auch alle Münzen bekommen, stand das dabei irgendwie. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Du hast am Ende vielleicht noch ein paar Punkte nicht mitgenommen, weil du nicht alle Gegner platt gemacht hast im letzten Raum. Na gut. Ich finde, da war noch was versteckt. Aber ansonsten, fand ich, hast du das schon ziemlich gut gemacht. Aber Kirby hat ja immer den Story-Mode und dann noch jede Menge Minigames, die man machen kann. Und Prüfungen. Und halt auch die Räume, wo du dir einfach später die Fähigkeiten holen kannst, wenn du sie brauchst. Mhm. Mal gucken, also freischalten werden wir ja sowieso alles. Nein! Ah! Ich war gierig und wollte ihn töten. So, diesmal krieg ich aber das hier auch. Ja, stimmt, das hattest du auch nicht. Geh weg. Mal gucken, wie viel wir am Ende so haben. So. Hier lang. Mhm. Jetzt muss ich hier keine Zeit verplempern. Hin. Jo. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Ah, okay, die sind auch mit einem Schlag. Auch wenn die etwas länger zum Sterben brauchen. Ja. Da. Oh. Der Hintergrund ist auch cool. Das sind überall die Symbole von der Schwertfähigkeit. Oh. Kannst du wahrscheinlich nicht so drauf achten, aber ich sehe das halt. Und down! Der Raum würde mir auch Spaß machen. Einfach ungedrückt halt und durch. Ja! Hier auch vorher war ja noch eine Minute. Kommt, glaube ich, ungefähr hin. Kann auch sein, dass du in dem Runterspießraum bei einer Minute warst oder so. Yay. Und so. Yay. Du kriegst ja noch ein paar Bonuspunkte. Ja. Oh. 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 Oh! Oh! Alle Münzen und alle Gegner schon sogar jetzt dran. Sehr schön. Ah ja, da hat er wirklich wohl irgendwo ein paar Münzen verpasst und ja, die Gegner haben wir natürlich ausgelassen. Ja. Nice. Gibt sogar Geheimtipps. Yay! Ein Leben bekommen dafür. Ja. Nice. Das war doch gut. Bestimmt hier cool. Das Leuchten. Ja. Die nächste Prüfung darfst du dann versuchen? Ich bin nicht so gut da dran. Wird schon. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall schon mal die erste Welt abgeschlossen. Ja. Dann geht's beim nächsten Mal in die nächste. Genau. Gut, dann war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.